So Leute, willkommen zurück zu, ne, McDonald's, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto. Wir haben hier die virtuellen Kämpfe angefangen und beim letzten Mal haben wir auf die Schnauze gekriegt und schon wieder Naruto. Aber immerhin haben wir Hinata dabei, also Vater, Mutter, Kind. Spielen wir jetzt. Benutze das Ninjutsu aller drei Teammitglieder nicht einmal, okay? Das lässt sich einrichten. Wollte eigentlich wechseln. Wow! Polizei Naruto oder Cowboy Naruto. Okay, Ninjutsu mindestens einmal eingesetzt. Aber das Odamara Sengan, das tut sich öfter, das ist gut. Damit haben wir ihn ja schon beim letzten Mal nicht richtig getroffen. Wir haben ihn überholt und trotzdem schief gegangen. Naja, was soll ich. Ja, Blockbrechen ist nicht so unsere Spezialität. Aber jetzt kommt er uns nicht mit dem Tauschjutsu. Oh, ich habe den Timer noch nicht angemacht. Ha! Timer an! Oh, das Vieh hat mich getroffen. Ich habe das nicht richtig bedacht. Ich wusste nicht mehr, dass das Vieh auch im Kurven gehen kann unter der Erde. Der Salamander. Aber das macht gar nichts, weil... Ich will nur einmal kurz das Ninjutsu anwenden. Danke. Oh. Nein, das ist hoffentlich nicht unser Ende. Komm schon. Okay, ich habe jedes Ninjutsu einmal eingesetzt. Jetzt ist mir auch egal. Sie ist nicht treffen. Sie ist einsetzen. Also irgendwie verstehe ich, dass Boruto seine Mutter nicht verärgern will. Weil die haut doch recht kräftig zu. Ja, Mütter können rabiat sein. Frag mal Shikadai mit seiner Mutter, das ist ja Temari. Yes. So, Kiri und Iwao, unvermeidliche Konfrontation, die lassen sich doch machen. Die sind beide nämlich nicht so gut. Und unser Team ist dafür auch nicht so gut. Ich finde, das ist fair. Fairness first. Oh, und Fuma Shuriken, na gut. Er meinte ja, Shuriken sind ihre Spezialität. Okay, jetzt habe ich Boruto gerade die Show geklaut. Ach, ist das schon wieder die... Gibt's doch nicht. Das Beste der Eltern vereint. Sieht aber aus wie die erwachsene Temari. Ist doch nicht, dass das schon wieder die Teenager-Temari ist, oder? Nee, ist es auch nicht. Okay, alles gut. Und da trifft er uns auch noch. Ja, also Temari ist dann tot, ne? Ja, eigentlich müsste Temari wirklich tot sein. Weil das Jutsu, das löst einen ja auf. Das heißt, eigentlich dürfte sie nicht mehr am Leben sein. Nach hinten springen hilft. Ja, aber es ist dasselbe Jutsu. Ich glaube, die hat nur das eine Finish-Bild. Nur das eine Ultimative.
Dabei könnte man aus dem Windwiesel so viel machen. Weil die hat ja einen ganzen Baum, einen ganzen Wald abgeholzt. Das könnte man zum Beispiel als Jutsu machen. Hatte sie ja früher auch. Als ultimatives. Aber irgendwie hat sie jetzt, egal in welchem Alter, dasselbe Jutsu. Das ist doof. Yes. Zwei große Kage-Väter, ja. Sind's wirklich. Der Vater des Raikage und der Vater von Gaara, also des Kasekage. Und ich will nicht schon wieder sie dabei. Ja, das ist doch... Natürlich kriegen wir wieder einen. Okay, das ist aber immerhin mal jemand Neues. Das ist gut. Neu ist besser. Nicht immer, weil... Oftmals leider nicht, aber in dem Fall ist es tatsächlich mal besser. Ja, gegen den hat sein Vater tatsächlich gekämpft. Gegen den anderen nicht. So, ich mach das gerade mal mit Itachi. Oh, ja. Das kann ich damit nicht abwehren. Gut. Gehen wir gerade so an. Eigentlich müsste das noch sehen, aber funktioniert leider am Tauschschutz so nicht mehr. Handy vibriert, Handy ist egal, Handy hat jetzt keine Zeit. Wir müssen hier kämpfen. Wir sind gerade in einem heißen Kampf. So, aber jetzt können wir immerhin das letzte ultimative Jutsu anwenden, das wir noch nicht angewendet haben. Wir haben sogar ihr Team-Jutsu unterbrochen, was ich sehr gut finde. So, hier kommt nämlich der Fünfschwänzige. Das Delfinpferd. Ja, ist wirklich so. Es soll eine Mischung aus Delfin und Pferd darstellen. Finde ich auch, ist die dümmste Kombo, die man machen kann. Aber ist halt, ne? Das Delfinpferd. Wer kennt es nicht? So, ja, schlecht war es nicht. Zwei Augen. Die haben ja tatsächlich auch als Wiederbelebung oder bei der Wiederbelebung als Team gekämpft. Daher bietet sich das an. Oh, Orochimaru und der junge Gaara. Das ist doch mal ein interessantes Team. Aber sogar der Orochimaru, der noch bei Akatsuki war. Aber dadurch, dass Naruto dabei war, war Itachi ja nicht böse, weil Itachi ja das Shisui-Auge benutzt hat, um seine Augen praktisch als Auslöser zu programmieren, um ein Genjutsu zu benutzen, das der Anwender nicht bemerkt, oder nicht der Anwender, der Betroffene nicht bemerkt, und unweigerlich anfängt, das Dorf zu beschützen. Und damit hat Itachi sich ja zurückprogrammiert, sozusagen, nach der Wiederbelebung. Aber ich treffe ihn nicht. Ich würde es gerne mal anwenden. Damit ihr es auch mal seht. Aber ist nicht so einfach. Aber wenn man durchbeißt die Schlange diese Verteidigungsdinger, da beißt die Schlange keinen Faden ab. Ich weiß, normal ist es keine Schlange, aber macht ja nichts. Diese Range, ne, die ist unter aller Sau. Oh Mann, diese blöden Vögel!
Wisst ihr was, ne? Hat er sich geheilt, sag mal? Er ist doch geheilt. Kann mir nicht erzählen. Er war doch nicht so die ganze Zeit so. So. Zack, weggehauen. Moshimaru hatte ja eh die ganze Zeit vor, die Augen von Itachi zu bekommen. Da bietet sich das hier ja jetzt praktisch ideal an. Ich habe eigentlich Tausch gedrückt, aber wahrscheinlich war die Zeit zu kurz. Los, komm, wir brauchen Team-Jutsu Dingsbums. Ja, Chance auf. Wir haben noch Team-Jutsu noch. So. Nein. Nein, jetzt ist es weg. Super. Toll gemacht, Itachi. Doch nicht, ey. Ich will weder verlieren noch ein anderes Jutsu anwenden. Also hier Regenerationszeug. Ich hab doch auch Heilzeug, ne? Ja, konnte ich bloß nicht mehr drücken. Danke. Schade, ich hätte es euch gerne gezeigt, aber ich finde Orochimarus Ninjutsu, ultimatives Ninjutsu, das ist das ultimative Schlechte. Also es gibt wirklich... Nee, den hatten wir schon. Es gibt wirklich kaum ein Jutsu, das schlechter einzusetzen ist als dieses. Weil das ist zu langsam, es hat eine kurze Range und geht nur geradeaus. Also es hat nicht mal runden Zeug wie alle anderen, die so eine kurze Range haben. Ich verprügel jetzt einfach den anderen. Oh, der hat das Chamäleon gerufen. Das ist auch ein schlechtes Ultimatives, aber es ist immerhin einsetzbar. Aber das ist an sich ist es ungefähr das gleiche. Ich möchte es aber trotzdem mal gezeigt haben. Oh, er hat mich im Wurf getroffen. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das war jetzt mehr ein Versehen. Oh! Aber das ist als Jutsu natürlich schon heimliche Spitzenklasse. Ah, ich kann Akamaru abkommandieren. Aber unsere Zeit läuft ab. Ja, da ist die Zeit abgelaufen. Der schmeißt sich eiskalt dazwischen. Nochmal hilft er dir nicht. Ich mach das jetzt so. Ne. Mit dem ultimativ Erwachten, da passe ich immer nicht auf. Aber hier, das da zum Beispiel, hat eine riesen Range. Im Vergleich jetzt mal mit Orochimarus Jutsu, das halt weder Stärke noch Range hat. Und Leute, was ist denn mit mir gerade los? Ey, ich verliere alles. Na gut, dann hat es heute keinen Deut mehr. Dann machen wir das beim nächsten Mal fertig und dann haue ich denen auf die Schnauze. So, ihr lasst mir einen Kommentar da, einen Daumen nach oben und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht mit der Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Bis dann, euer Wolf.